Das regionale Gütesiegel Top Job Betriebe ist ein Garant für mitarbeiterinnenfreundliche Unternehmen. Im zweiten Teil unserer Beitragsserie zeigen wir Ihnen, wie die Betreuung vor Ort während des Zertifizierungsvorganges aussieht. Auf der Website www.top-job-betriebe.at finden Sie unter dem Menüpunkt Online-Check einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung und erhalten dadurch Überblick und Einblick, ob Ihr Unternehmen die Kriterien für eine Zertifizierung erfüllt. Natürlich kostenfrei. Sie versenden den ausgefüllten Online-Check per Knopfdruck und die Firma PPC Training nimmt nach der Auswertung der Daten Kontakt mit Ihnen auf. Bei dieser Kontaktaufnahme vereinbaren Sie einen Termin für ein Audit direkt bei Ihnen im Betrieb. Guten Morgen, Herr Gigadore Spat, PPC Training. Freut mich, dass wir uns kennenlernen. Grüß Gott, Frau Spat. Ich hoffe, Sie haben eine gute Reise gehabt. Danke, freue mich, dass ich da bin. Wir sind ja heute da, damit wir persönlich erstens mal uns kennenlernen und zweitens, dass wir gemeinsam den Fragebogen durchgehen von Top Job. Ja. Sie haben ihn ja schon elektronisch ausgefüllt und das Resultat war schon hervorragend und heute wollen wir einfach die Gelegenheit nutzen, dass wir offene Fragen noch beantworten. Neugierig, was Sie aussehen. Sind Sie bereit? Ja, na gut. Gerne. Na dann fangen wir an damit. Ich schlage jetzt uns vor, dass wir uns einfach da drüben hinsetzen können und perfekt. Dann schauen wir uns das gut. an. Also gerne. Dann, gehen wir es an. Im Rahmen des Audits geht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von PPC Training den beantworteten Fragebogen mit Ihnen durch, macht sich ein umfassendes Bild von Ihrem Betrieb und lernt so Ihr Angebot für Ihre Mitarbeiterinnen vor Ort kennen. Zusätzlich erfolgt eine ausführliche und kostenlose Erstberatung zum Thema Mitarbeiterinnenzufriedenheit und es werden gemeinsam mit Ihnen individuelle Optimierungsmöglichkeiten erörtert. So, Herr Giger, jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Und zum nächsten Punkt, für jede Mitarbeiterin bei Ihnen im Unternehmen gibt es eine genaue Aufgabenbeschreibung. Die Aufgabenbeschreibung wurde den einzelnen Mitarbeiterinnen bekannt gemacht. Sie haben das jetzt als teilweise zutreffend angestrichen. Wie genau funktioniert das bei Ihnen im Haus? Ja, wir waren uns da eigentlich nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Natürlich weiß jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, was ihre Aufgabe ist dort an ihrem Platz, wo sie arbeitet, weil sie kriegt da umfassende Einführung. Aber jetzt schriftlich dokumentiert haben wir das zwar in der Rezeption, aber jetzt nicht im Service oder zum Beispiel bei den Zimmermädchen. Okay, gut. So, dann haben wir als nächste Frage. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeiterinnen freiwillige Leistungen an. Und Sie haben das mit zutreffend angekreuzt. Was genau machen Sie für Ihre Mitarbeiterinnen als Motivation, als zusätzliche Leistung? Da gibt es verschiedene Sachen. Eins ist, dass unsere Mitarbeiterin Schladming im Fitnesszentrum kostenlos die Angebote nutzen dürfen. Das zahlt der Betrieb. Das wird auch speziell bei den Mitarbeiterinnen sehr gern angenommen. Das freut uns, muss ich ehrlich sagen. Eine Sache, die wir auch für unsere Mitarbeiter auch dann ist, dass sie im Sommer die Sommercard kriegen, also wo sie die Bergbahnen und so weiter nutzen können. Einfach weil wir auch wollten, dass unsere Mitarbeiter auch auf die Berge kommen, wo unsere Gäste hinkommen und natürlich auch informiert sind und unseren Gästen helfen können. Das Dritte, was wir heuer das erste Mal eigentlich gemacht haben, ist, dass wir unseren Mitarbeitern angeboten haben, dass eine Nacht auswärts in einem anderen Hotel auf unsere Kosten übernachten können. Einfach weil wir wollten, dass sie das Ganze einmal aus der Sicht eines Gastes erleben. Na gut, wunderbar, das ist eine gute Idee und ich wünsche mir, dass es mehrere Unternehmen solche Ideen haben. Gut. Dankeschön. Perfekt. Lieber Herr Giger, es freut mich sehr, dass nachdem wir jetzt die Checkliste gemeinsam durchgeschaut haben, dass ich Ihnen noch einmal bestätigen kann, dass die erreichte Punkteanzahl von 99. Wenn das Audit positiv abgeschlossen werden kann, dann wird Ihr Betrieb je nach erreichter Punktezahl als silberner oder goldener Top-Job-Betrieb zertifiziert. Mit den Top-Job-Betrieben wurde ein regionales Gütesiegel entwickelt, das die Innovation und Zukunftsorientierung der Region Schladming-Dachstein und des gesamten Bezirks Lietzen unterstreicht und unter Beweis stellt. Die Region positioniert sich damit klar als attraktives Umfeld für Karriere und als Wirtschaftsmotor. Alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank. Das freut uns natürlich, dass wir da mit dabei sein dürfen. Mit den Top-Job-Betrieben wurde ein regionales Gütesiegel entwickelt, das die Innovation und Zukunftsorientierung der Region Schladming-Dachstein und des gesamten Bezirks Lietzen unterstreicht und unter Beweis stellt. Die Region positioniert sich damit klar als attraktives Umfeld für Karriere und als Wirtschaftsmotor. Damit
Sie auch nach außen hin als zertifizierter Betrieb erscheinen. Alles Gute und viel Erfolg für die kommende Wintersaison. Dankeschön. Gut, danke. Also dann noch einmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bei uns im Sporthotel Reuer haben die Mitarbeiter ein sehr hohes Gewicht. Sie sind die Basis, die Eckpfeiler, die Grundlage für unseren Betrieb. Wir legen sehr viel Wert auf ein gutes und ordentliches Betriebsklima. Die Mitarbeiter sollen hier nicht nur einen Arbeitsplatz haben, sie sollen hier ein Zuhause haben, ein Zuhause finden. Dies zeigt aber auch die Tatsache, dass im Durchschnitt unsere Abteilungsleiter 15 Jahre bereits hier im Haus sind, im Durchschnitt. Ich bin sehr gerne hier. Es ist ein ausgezeichneter Betrieb und wir fühlen uns alle als Mitarbeiter sehr wohl hier in diesem Betrieb. Das positive Betriebsklima hier im Betrieb ist für mich sehr, sehr wichtig. Es zeigt mir allein an der Tatsache, dass wir die letzten 2-3 Jahre im Service keine neuen Mitarbeiter einstellen mussten, sondern alle Mitarbeiter, die schon da waren, wieder gekommen sind, was natürlich sehr positiv ist, auch für unsere Gäste. Wir versuchen, alle Gäste zufriedenzustellen. Dies gelingt uns natürlich nur durch sehr hochqualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Unser größtes Ziel, unsere größte Freude ist ein zufriedener Gast, der immer wieder kommt. In erster Linie wollten wir natürlich selbst einmal wissen, wo stehen wir überhaupt. Das ist, glaube ich, für uns ein guter Gradmesser. Welche Hausaufgaben erfüllen wir schon und wo haben wir noch Verbesserungspotenzial? Und zum Zweiten, denke ich, wird das in Zukunft immer wichtiger, weil Kunden und natürlich auch Mitarbeiter darauf schauen, wie ist der Betrieb organisiert, wie ist er ausgezeichnet und wo arbeite ich oder wo möchte ich in Zukunft arbeiten. Und nur der Mitarbeiter kann uns von Mitbewerbern abheben, weil letztendlich kann ja jeder dieselbe Ware haben, denselben Ladenbau, denselben Shop, aber der Mitarbeiter macht es aus und der entscheidet dann, wie wir nach außen hin auftreten und ob wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich. Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.